Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. In der letzten Folge habe ich die Diakone des Abgrunds bezwungen. Und hier stehen wir nun im Hub, in der Oberwelt oder wie auch immer man es nennen will, mit 35.000 Seelen. Ich habe die Puppe und eigentlich, ja. Nur eine Runde leveln. Ich liebe es, wie sie redet. Ich will ein bisschen Belastbarkeit haben. Noch ein bisschen mehr. Ob das irgendwann was bringt, weiß ich nicht. Oder lasse ich es einfach. Ach komm, ein bisschen. Einmal noch. Leben habe ich gefühlt genug, aber Stärke nehme ich noch mit. So, André, kannst du mir aushelfen? Oh ja, kannst du. Nice. Dann gehen wir mal hier drauf. Und bei dem anderen, ich habe doch auch ein bisschen Funkeltitanit. What needs smithen? Wo ist meine Eisklinge? Bin ich blind? Ah, hier. Ah, mir fehlt eins. Mir fehlt eins. Passt, kein Thema. Speak thine heart's desire. Haben die Diakone mir eine Seele gegeben? Ne, Dings? Hey, wer bist du denn? Ach, warte, das war der Typ, der nicht viel sagt. Ja, ich erinnere mich, der da oben stand. Aha, that so happened upon any twisted souls. Ach ja, genau. Dann fresse ich die Seele. Dann fresse ich sie in dem Fall. Aber ich könnte auch einfach noch einen Moment warten. Weil aktuell fühle ich mich eigentlich okay mit dem Level. Lassen wir das erstmal. Gut. Ja, der arme Pilger ist ja hinüber. Leider, leider. Da kam jetzt auch schon eine kleine Spoiler-Info, die jetzt war jetzt nicht so schlimm. Ja, hier, ich weiß nicht, ob das DLC ist, aber ich vermute mal, dass es sich hierbei um entweder ein DLC oder einfach so eine Zwischenwelt handelt, wie im ersten Teil bei dem Gemälde. Das war ja optional. Deswegen stelle ich das hinten an. Kommen wir nochmal hin zurück. So. Auf geht's. Wir haben die Puppe erlangt. Und nun in ein neues Gebiet. Ich hoffe, der Köter, der hier spawnt, ist jetzt weg. Den habe ich nämlich schon gekillt. Ja, passt. Das sieht auch so krass aus hier, ne? Mega. Allerdings, was hat denn das Schwert? Das muss ich gleich mal gucken. Für eine Fähigkeit. Hat das eine Fähigkeit?
Schärfen. Das Schärfen der Klinge erhöht die durch erfolgreiche Angriffe regenerierten Trefferpunkte. Oh. Okay. Das ist geschickt. Und da ich wirklich Probleme habe mit Parieren, ich würde so gerne parieren in diesen Spielen, aber es klappt einfach nicht. Dieses Schild wird wahrscheinlich zu schwer sein. Ja. Habe ich noch ein anderes, das irgendwie 79, 95, 104. Eisblauer Moosklumpen. Och nee, hier gibt's jetzt Gefrierbrand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, warum habe ich jetzt da eine Schlange? Was macht das Schild? Was macht das Schild? Waffenfertigkeit. Ein Teil der Lust des Königs schwelt noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl der beim Besiegen von Feinden gesammelten Seelen. Aha! Ja. Nehme ich natürlich gerne mit. Nope. Ist hier noch irgendwas? Okay, na gut, also, es sieht ganz danach aus, als müssten wir in die Richtung. Bist du eine Tür? Nee, okay. Oh, ah, oh Gott, der mich erschreckt. Oh. Kannst du bitte... Okay, er macht nix. Mein Gott. Wo gehst du hin und was ist dein Plan? Du verschwindest einfach. Okay. So, dann gucken wir mal, was machst du? Aua, du machst ganz schön viel Schaden. Stopp! Und Eis. Eisgedöns. Die Tür lässt sich wahrscheinlich von dieser Seite nicht öffnen. Ja. Hilfe! Ach, ich liebe... Meine tolle Waffe. Verdammte Axt. Aua! Boah, was die an Schaden rausknüppeln, ey. So. Nämlich.
große Titanitscherbe. Ja, passt. Nehme ich. Oh Gott, wie die mich erschrecken. Ha. Ah. Das ist so. Lass mich hier durch, bitte. Schwarz rauchende Köpfe finde ich jetzt im ersten Moment nicht so geil. Heißt immer irgendwas Böses. Oh, Leute, ey. Kommst du jetzt mit all den anderen auch dazu, oder? Wow, okay. Wir haben Homing-Feuerkanonen. Junge, Junge. Und zündet den Boden unter mir an. Die Schweinebacke. Hackt's dir eigentlich? Ey, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Warte kurz. Können wir das irgendwie so machen, dass ich erst gegen die drei Kleinen kämpfen darf? Okay. Jetzt haben wir den Großen. So. Sehr gut. Stulpen der Feuerhexe. Du sahst gar nicht aus wie eine Hexe, eher wie ein Kerl. Jetzt zu euch. Okay. Oh, mir ist so, ich bin so unter Strom hier. Wahnsinn. Aber in neuen Gebieten immer. Oh nee, noch einer, noch einer. No. Oh oh. Nicht geil. Einmal rennen. Einfach. Ich versuche dich jetzt einfach zügig zu killen, okay? Bevor hier irgendwas anderes kommt. Sehr gut. Puh, okay, okay, okay. Und zwei davon. Uh-oh. Ah, ja, 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 ja. Ihr macht mir echt zu viel Schaden, Jungs. Nope. Das war ein bisschen ungeschickt. Ah. Aua, aua, aua. Oh. Gut, 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 gut. Okay, alles, alles easy. Alles gut. Okay.
Lauter so Ecken, wo man denkt, da versteckt sich jemand. Ach, Mann, ey, ihr! Ihr seht aus wie die Ruinenwächter, so ein bisschen aus Dark Souls 2. Hier bekomme ich einige Level-Up-Gegenstände für Schwerter und also für Waffen und alles. Das wird sich, ja, genau. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Was wollt ihr beide jetzt? Ihr drei? Schön viele Upgrade-Materialien, das gefällt mir. Leuchtfeuer, geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, hier geht's noch nach hinten länger, weiter. Aber ich höre da Schritte. Erstmal zum Leuchtfeuer. Okay. Huh. Was für einen Loot hast du für mich? Beweis der Eintracht. Eintracht Spandau, oder was? Beweis, dass ein blauer Wächter einen dunklen Geist besiegt hat. Okay. Mir wurde in den YouTube-Kommentaren befohlen, ich solle dies tun. Backseat Gaming at its finest. Ich glaube, da hat es jemanden gestört, dass ich manche versteckten Räume nicht entdeckt habe. Apropos, Backseat Gaming at its finest. Ich habe schon wieder vergessen zu sagen, Leute, haltet die YouTube-Kommentare bitte frei von Spoilern und Backseat Gaming. Ich wäre euch echt dankbar. Ich versuche das hier alleine zu schaffen, ohne Hilfe. Verzeichnis der Ritter. Finstermondritter überprüfen. Verwenden, um die Namen von Finstermondrittern zu entdecken, einem in Schatten gehüllten Orden aus Elite-Rittern. Was? Ich kann es aber nicht benutzen. Bindende Seele. Also da geht's noch lang. Ja. Jetzt gibt's hier viele Wege. Heimatknochen. Untoten Knochensplitter. Nice. Das ist gut. Hundi.
Wurfmachete. Ich hab's. Es ist einfach so Dark Souls, ne? Dass da hinter der Ecke noch einer wartet. Rostige Goldmünze. Ich vermute, dass ich hier... Was ist das hier? Ich habe die Vermutung, dass das hier der Weg ist, um die Abkürzung zum anderen Feuer freizuschalten oder sowas in der Art. Das ist mir hier nicht ganz geheuer. Hier wartet irgendwas Dickes hinter irgendeiner Wand oder so. Es ist so offensichtlich, dass hier gleich irgendwas Dummes passiert. Das ist alles zu... Das ist zu leicht hier. Da ist eine Leiter nach oben. Käferkugeln. Bin gerade super angespannt, weil das hier mir irgendwie zu offensichtlich irgendwie Gegner, die auf mich zulaufen, zu einfach. Blutiger Edelstein. Ach, fuck. Ja, okay, da ist einer von oben auf mich runtergefallen. Irgendwas in der Richtung musste ja passieren. Da oben hängt auch einer dran. Was ist das hier alles? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier... Also... Es könnte natürlich sein, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Und meine Eisklinge wird mir hier jetzt nicht so viel bringen, tatsächlich. Vielleicht doch nochmal. Uncool. Solange nichts von hinten kommt. Aua! Nee, nee. Ihr seid echt miese Ratten. Ihr seid auch so komplett unsichtbar, oder seid ihr jetzt gestorben? Nee, eben nicht.
Ah, da ist er. Oh, er schreckt mich halt. Okay. Ah, doch, passt. Was bist du denn? Mein Gott, bist du hässlich. Ein Ring der Opferung. Ugh. Hey, ich sehe dich doch. Okay. Das ist, damit der da hinten nicht auffällt, wenn der aufsteht. Grüne Blüte. Was ist das hier für ein Gebiet? Warum bin ich jetzt unter der Brücke? Oh, das gefällt mir hier nicht so geil. Das ist... Irgendwas Dummes passiert hier gleich. Vor allem im Wasser. Hier ist es viel zu ruhig. Hier ist viel zu wenig los. Also man erkennt ja ganz gut, welche aufstehen und welche nicht bisher. Trotzdem auf alles draufhauen. Einfach auf alles draufhauen. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht. Wenn jetzt noch gruselige Musik laufen würde. Ja, wobei, vielleicht ist es einfach noch viel schlimmer, dass keine Musik läuft. So hart erschrecken vor irgendwas. Kanalisation. Ich hasse Kanalisation in diesen Spielen. Es ist immer ätzend. Okay. Ich hätte ja jetzt irgendwie noch einen versteckten Loot erwartet hier hinten. Puh, okay, okay, okay. Wasser scheint doch harmlos zu sein. Umsonst aufgeregt. Leuchtfeuer. Cool.
Es ist einfach ein riesiges schwarzes. Okay. Oh, ich hatte Angst vor der Schwärze. Aber es ist nix. Und tiefer in den Keller. Keller und Kanalisationen und Dunkelheit und. Oh Gott. Ey, nicht weglaufen. Das ist nie gut, wenn ihr weglauft. Nie gut, wenn ihr weglauft. Weil meistens werden dadurch nur andere Gegner alarmiert. Na, zumindest seid ihr relativ einfache Hexen. Gut zu besiegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von oben sah das gar nicht so dunkel aus hier. Noch einer? Nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo geht's hier hin? Wo laufe ich hin? Was ist das hier für ein Weg? Warum windet es hier? Finstergeist, Alva der Suche, Ausgestoßenen. Lass mal bitte, lass mal bitte. Ey, come on. Ach, mein Gott. Gut. Was ist das hier? Keine Ahnung, schnell wieder rauf. Puh. Ich weiß nicht, warum ich gerade so extrem angespannt bin. Echt heftig. Ah, oh, noch ein Leuchtfeuer. Nice. Kerker von Irithril. Irithil. Okay. Hier wollte ich nicht lang, aber jetzt geht's hier lang. Okay. Okay. Einmal leveln, dass die Seelen verbraucht sind, weil jetzt denke ich langsam so, sind wir mal lieber vorsichtig. Welcome home, speak very well. Then touch the darkness within me. Then touch the darkness within me. Na, liebend gerne. Tatsch ich an deiner Darkness rum. Entschuldigung. Okay.
entferntes Anwesen. Jetzt verliere ich sogar hier den Überblick über die Leuchtfeuer. Achso, Moment, das entfernte Anwesen ist unten. Da geht's dann Richtung Kerker. Kirche von Joschka. Da komme ich dann zurück in das andere Gebiet. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal tiefer in den Kerker. Hoffentlich ist dort einer der Aschefürsten eingesperrt. Hier wird zu sein, wa? Ja. Oh Gott, Kerkerzellen auf allen Seiten. Weinerei. Oh Gott! Oh Gott! Ich hasse sowas. Ich kann das nicht. Ich werde hier nichts mehr looten. Es fehlt einfach ein Brandeisen am Start. Ich habe mich jetzt sogar hier vor leicht erschrocken. Oh Mann. Ah ja. Warum habe ich so wenig Leben? Bin ich draufgegangen? Wieso bin ich draufgegangen? Wann bin ich gestorben? Hä? Nee, ich fackel doch noch. Ich brenne ja noch. Jetzt ist es wieder da. Lol. Oh Gott! Er schmeißt mich runter. Hi. Entschuldigung. Mache ich deine Kerkerzelle jetzt auf? Nee, warum sollte ich? Absoluter Unsinn. Oh, was macht ihr denn? Oh. Ja, ist ja gut. Reicht dann auch wieder. Zauberer. Gedöns. Hier sind auch wieder so Käfige, die aufstehen. Ja, aber sowas von. Nee. Ach. Lass mich los. So,
So, wie machen wir das jetzt, wir zwei, drei hier? Das ist mindestens ein Käfig, der aufsteht. Alter, wie viel die aushalten. Und hier ist irgendeine Grütze, die mir Leben klaut. Und zwar nicht gerade wenig. Holy shit. Das ist die Hexe da. Einfach dran vorbeigelaufen. Das passt schon. Nee, geh mal mit deinem Brandeisen weg, bitte. Nee, was? Warum? 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 Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Mein Gott, war das knapp. Ach du Scheiße. Okay, man muss die so schnell wie möglich killen. Sonst passiert das. Okay. Das ist voll mies. Ich renne einfach durch. Ist hier noch mal so ein Ding? Denn? Du bist doch ein Gegner, oder? Bist du ein Gegner? Was bist du? Alter, so hässlich, ne? Keine Ahnung, es macht mir Angst. Wahrscheinlich ist es was Freundliches. Was weiß ich, keine Ahnung. Was? Wo bin ich? Ich hab's jetzt nicht richtig gesehen. Wer hat hier gerade donated? Und warum wird mir das nicht in meiner Übersicht angezeigt? Vielen Dank! Es ging so schnell vorbei, ich hab's gar nicht gecheckt. Schlüssel des Ausbrechers, okay. Vielen, vielen Dank an irgendwen? Warum? Also mir wird es gerade in meinem Aktivitätenfeed nicht angezeigt. Seval, in dem Fall du. Danke, Mann. Ich muss jetzt... Warte, ich glaube, ich bin hier gerade... Ich bin relativ sicher. Ich muss mal ganz kurz... Ich muss ganz kurz in die... Ich weiß nicht, warum es mir nicht angezeigt wird. Das ist das erste Mal, dass irgendwas reinkommt. Deswegen bin ich gerade überrascht.
Wir haben es gleich. Einen Moment. Warum sieht das Dashboard so schrecklich aus? Moment, ist das? Hier steht aber nicht von wem. Aber 30 Euro, Alter? Holy shit, Dankeschön. Dein Ernst? Da, bisschen Support. Vielen Dank, Mann. Der Hammer. Alter. Krass. Dankeschön. So. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo es hier weitergeht. Ich bin von da drüben gekommen und hab die Tür jetzt aufgemacht. Ah, warte, dann bestimmt muss ich doch runter. Oh, da ist noch einer. Oh, hier sind drei. Oh, oh, shit, 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 nein! Oh, ich lebe noch. Oh mein Gott! Also dieser Kerker, ich hoffe, sowas kommt in diesem Spiel nicht mehr vor. Simpler Edelstein. Oh Gott, nee. Oh. Kann es bitte aufhören? Ich will nicht mehr. Will mich nicht mehr erschrecken. Die reinste Horrorfolge. Das mache ich nicht mehr lange mit. Soll ich meine Adresse irgendwo hinterlegen, dass ihr einen Notarzt rufen könnt, wenn das hier so weitergeht? Du Kleiner, du bist sowas von Bait. Ich hab's gewusst. Dass der Kleine war sowas von ein Bait. Gott, wie weit geht's hier denn runter? Ich habe noch einen Heiltrank. Einen Flakon. Irgendwo hier hinter mir war doch noch mal was, oder? Ach, guck mal. Okay, ich brauche das nächste Leuchtfeuer. Scheiße, ich hab eigentlich damit gerechnet. Eigentlich damit gerechnet, eine Stadt zu erkunden. Und nicht in einen gigantischen Kerker zu laufen. K.
Ken, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten, Leute. Ist das Scherbe? Nice. Da unten schläft was Großes. Oh, hi. Ja, Fortschritt. Was zum... Achso, Armbruster. Ja, ich habe den dritten schon gesehen. Ich brauche jetzt ganz dringend ein Leuchtfeuer. Okay, da unten ins Loch geht's irgendwie wahrscheinlich weiter. Ach ja, Ken, ey. Das ist der reinste Horror hier gerade für mich. Ich habe mich, glaube ich, schon viermal erschreckt. Drei oder viermal. Und ich hasse das. Ich hasse Jumpscares wie die Pest. Ich kann sowas nicht. Mich macht sowas... Ich habe beim ersten Mal, wo ich... Da habe ich mich richtig, richtig hart erschrocken. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt abbreche. Direkt. Einfach aufhören. Du schläfst. Das ist gut. Aber ich muss dich wecken, damit ich durchkomme. Ich brauche ein Leuchtfeuer. Mist. Alles Mist. Buh. Ich muss dich nicht wecken. Nice. Oh, Ratten. Eine Spitzhacke. Okay. Na, Ratten. Leute, ich brauche ein Leuchtfeuer. Oh, große Ratte. Gut. Oh, noch eine. Oh. Und schon wieder habe ich mich erschrocken. Spiel. Bitte, hör auf. Bitte. Oh. Ich kann nicht mehr. Okay, zu denen kann ich nicht gehen. Ich glaube, die ziehen mir Leben ab. Ich habe keinen Flakon mehr. Ich brauche erst ein Leuchtfeuer. Ich muss ein Leuchtfeuer suchen. Schon wieder Geräusche, ne? Alter Zellenschlüssel. Oh, du bist anders. Nee. Oh, wo kommst du denn her?
Wow! Okay, ich geh. Ich bin raus. Tschüss! Kande. Na? Mit dieser großartigen Tat, mit der wir wieder ganz am Anfang vom Kerker landen, weil ich kein Leuchtfeuer gefunden habe, sage ich Dankeschön, YouTube, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, Leute. Dann wird es weiter Fortschritt geben. Ich hoffe, ich muss mich nicht mehr so oft erschrecken. Das bringt mich sonst um. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.